20 Stück, meine ich hier. Und die werde ich jetzt aufmachen. Und wir werden schauen, was ich da gezogen habe. Ich bin sehr gespannt. Das Sammelheft habe ich mir dafür schon bestellt. Und die werde ich dann sicherlich auch einkleben. Und dann schauen wir mal, was hier so Schönes jetzt drin ist. Ich werde die entweder mit der Schere aufmachen oder sie auch aufreißen. Ich werde das jetzt mal immer so im Wechsel machen. Wir werden sehen. Wir fangen mit dem ersten Booster an. Und ja, ich bin ein großer Fußballfan. Mein Lieblingsverein. Oh, jetzt kommt's. Ist der FC Bayern München. Hier nochmal den Kenan Karaman. Kenne ich gar nicht. Ja, nice. Okay, das war das erste Paket. Schon mal cool. Leider keine Fußballprofis vom FC Bayern. Aber ich hoffe, das kommt noch. Wir haben was Glänzendes. Wir haben was Glänzendes hier. Man sieht so schön. Da seht ihr die Cam auch sogar so schön. Hannover 96, das Wappen haben wir hier. Und den Fabian Gloss. Okay, das waren hier auch alle. Schon wieder keiner. FC Bayern oder Dortmund zumindest auch. Die spielen ja auch eine wahnsinnige Saison aktuell. Wobei der Bayern, also die Bayern, der Bayern, die Bayern, eine unglaubliche Aufholjagd. Sehr, sehr, sehr knapp von den Punkten her.
Sehr sympathisch, den Jonathan Schmidt. Daniel Ginczek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ginczek, ja. Und vom 1. FC Nürnberg Federico Palacios. Der erste FCN, ja, spielt ja nur so eine mittelmäßig. Okay, also die spielen ziemlich scheiße. Das sind Namen, oder? Das sind Namen. Vom SC Paderborn, zweite Liga, ist ja auch hier mit dabei. Aha. Der Uwe Hünemeyer. Klasse Typ. Finde ich ganz witzig, weil erste Bundesliga, zweite Bundesliga, einfach so ein Bild aus dem Spiel heraus. Sehr, sehr nett gewirkt und so weiter. Lol, ich wollte Robben oder Ribéry sagen, Leute. Schaut, was sie gezogen haben. Robben. Nice. Nice, so geil. Oh, feiere ich auch. Feiere ich auch. Mario Gomez. Feiere ich. Deutsche Nationalmannschaft. Damals. Michael Lang. Was ist euer Lieblingsverein eigentlich? Oder habt ihr Lieblingsspieler vielleicht auch von früher? Schreibt doch mal in die Kommentare rein. Dass der Pirmin Schwickel. Lol. Okay. Ah, deswegen. Das ist Sticker Nummer 1. Bundesliga, der Sticker. Also zwei Profis vom FC Bayern.
muss ich immer an FIFA denken, das Fußballspiel auf der PlayStation oder so. Da bin ich immer in dieser Karriere, in diesem Karrieremodus immer zum Erzgebirge Aue gegangen. Oder war das Sandhausen? Ich meine, irgendwo da bin ich am Anfang immer gelandet. Ich habe echt eine Zeit lang super viel FIFA gezockt. Wirklich extremst viel FIFA. Also ich glaube 3 Jahre lang. Ja, 3 Jahre. 3 Seasons mit den Release der Spiele. Wirklich krass gesuchtet. Online Rang 1, also nicht Rang 1, sondern Liga 1 im Single und nice. Und wichtig war, ich konnte mich da ohne Probleme auch halten. Hat echt Spaß gemacht. Mittlerweile spiele ich nicht mehr so viel FIFA. Eigentlich gar nicht mehr. Den Benjamin haben wir hier gezogen. Und ich habe schon was glitzern gesehen. Sehr sympathisch, den Gladbach. Den guten haben wir schon vorhin gezogen. Der guckt immer so ein bisschen böse anscheinend. Ja. Und so, hier. Nuri Sahin haben wir hier. Und da steht dann ein Titel neben ihm. Der jüngste Spieler und Torschütze. Okay. Hab ich auch bis jetzt nicht gewusst, dass Nuri Sahin der jüngste Spieler ist. Ich weiß gar nicht, wie viel so ein Booster-Pack kostet. Ehrlich gesagt, ich glaube 70 Cent kostet ein so ein Booster-Pack. Und hier haben wir gleich den guten Mats Hummels. Der gute Mats. Übrigens einfach nur, man sieht es hier, Wendel. Und dann wieder ein Glitzerwappen haben wir hier. Nice. Werder Bremen. Und das andere im Übrigen war, habe ich vergessen zu sagen, Freiburg. Da haben wir auch gleich einen, das hieß hier aus Freiburg.
ist eigentlich so ein ganz entspannt.